Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Fire Emblem. Haben im ersten Part echt viel geschafft, und wir sind hier schon fast mit dem Spiel durch. Fire Emblem ist halt kurz und das ist ja Part 2. Das ist sehr interessant hier. Auf welchem Level bist du denn schon? 17, 11 und 43, keine Ahnung, nein, es ist unterschiedlich. Das ist ein Pro-Gamer. Ja, abonnieren, und dann alles favorisieren. In Minuten, dann müsst ihr auch mal nachmachen. Hier, der Typ macht ein bisschen Pen-Spinning mit seiner Lanze. So, ach, like, haben wir einen Look like Link hier. Like a Bus. Like Link. Auch nicht. Kannst du noch One hitten? Ja, perfekt. Der Typ macht auch ein bisschen, keine Ahnung, was das war. Er hat gechanzt, glaube ich. Ich glaube, es war Standard. We are gonna dancing to the sea. All I want is you, you're my cherie. Never seen a girl. Bestimmt kriege ich jetzt wie GEMA-Probleme, ey. Danke. Kurz GEMAN. Das ist mein Lied. Das ist mein Lied. Du kriegst jetzt das Video schön gesperrt. Du Cockgesicht, ey. Was davon? Du Cocktail. Hast dir mal falsch ans Bein gepisst? Hahaha. Ich bin böse, ich hab dir ans Bein gepisst. Oha. Realer Hater-Style. Harken. Gesicht. Ah, ich weiß, was ihr vorhabt. Ja, komm. Erneuerung. Hier, jetzt bist du wieder geheilt. Bist nicht mehr vergiftet. Sei froh, jetzt mach ich das bei keinem. Toll. Wie viel HP hast du? 13. Machen wir Elfenlicht. Alter, wir haben das Spiel so schnell durch, würde ich sagen. Also. Ja. Wie lange brauchst du noch? 5 Minuten? Ah, ich mache jetzt hier schnell Cheats an, ne? Ach, da gibt's Cheats für. Ja. Wenn du mich jetzt müssen wir alle zusammen, jetzt müssen wir alle zusammen das Haterlied singen. Oh, das war ein Silencer. Der Typ ist One Hit Kill. Nein, wir singen das Lied mit dem YouTube Money. Ich mach YouTube Money. Kennst du das? Ja. Partner fucking bitches for the win. Tja, wir haben irgendwie ziemlich glücklich. Ich glaube, wir haben bisher fast nur Criticals gemacht. Das ist jetzt ja, das liegt an mir. Das liegt an meiner Ausstrahlung. Das ist, glaube ich, wieder der vierte. Oder es liegt an den Cheats, die du gerade eben zwischen Part 1 und Part 2 reingefangen hast. Okay, ich dachte, das hört man nicht. Junge, darf doch keiner wissen. Ja, dann machen wir einfach. Oh, toll. 19% Trefferchance und die wird getroffen und ist jetzt erstmal schön vergiftet. Danke, du Arsch. Liegt an mir. Okay. Guck mal, sogar Nino kann wieder Gegner besiegen. Schön nützlich. Wie viele Gegner sind dann noch? Wie viel Schaden machen die dir eigentlich, die Typen? 14, ja, geht doch sogar. Ich hab gedacht, jetzt kriegt die ja einen drauf, wie keine Ahnung, die machen dir da irgendwie 50 Damage oder so, töten die direkt. Instant Kill. One-Hit KO. Ja, sofort hab ich gerechnet. Ich wurf von drauf nach, wir sind doch Skill. Komm, mach noch einen Crit. Nee, die macht keinen. So, und jetzt können wir auch schön nah ran und dem noch eine Lanze ins Gesicht hauen. Komm, 40% Crit Chance. Und Pen Spinning dead. Wir werden jetzt von Luca gezeigt, weil wir das Wort Pen Spinning verwendet haben, obwohl es ein ganz freies lokales Wort ist. So, Merlinus darf sich jetzt mal cool fühlen und sitzt jetzt auf dem Thron. König Merlinus. Siehst du auch niemals mehr in diesem Spiel. Und ich werde angerufen. Schon kurz Pause. Nee, Quatsch, ich werde gar nicht angerufen.
Das ist Justin, der wieder rausgeflogen ist. Hier seht ihr, ist alles umgeschnitten. Glaub, Justin ist wieder da. Konfi nicht gut. Ich bin auch wieder auf Internet. Ja, oh, dann ist es wieder rausgeflogen. Ich hab es gemerkt. Ja, ich hatte schon seit 3 Minuten Stand, das Bild. Echt? Sagst du aber auch kein Wort, ne? Ich wollte den Vater aber nicht damit voll nerven. Hätte ich eben eine neue Bildschirmatron gestartet. Wäre kein Problem gewesen. So, guck mal, sogar Isadora kann sich nützlich machen und Gegner besiegen. Boah, dass man das nochmal erlebt. Schlechtester Charakter ever. Und du hast mal wieder keinen Wurfbeil bekommen. Tausch mal Göttel mit Isadora, denn die hat einen Wurfbeil. Die kriegt jetzt schon die Teufelsaxt, die uns selber schaden könnte. Die will ich hier gar nicht sehen. Zack. Also wieder Hulk, ey. Ich will dich nicht sehen. Weg mit dir. So, gegnerischer Zug. Ich gebe dir gleich wieder eine Bildschirmübertragung, ja? Ah, okay. Zack. Hawkeye, ist das alles scheißegal. Der kriegt Damage ohne Ende. Hält das alles aus. Schlägt die Gegner dann zu Brei. Der coole Morph kann Matthew mit 6% treffen. Was er natürlich nicht tut. Oh mein Gott. Das sieht ganz wieder. Dieser Giftbogen macht uns keinen Schaden. Trifft uns aber trotzdem. Jetzt sind wir trotzdem vergiftet. Schulz. Jo. Luis macht auch noch ein Level up. Ist jetzt Level 8. Und nur einen Resistenzpunkt dazu. Na danke. Er hat Resistenzpunkt gesagt. Das ist ja cool. Jetzt muss ich an die GEMA zahlen. Jetzt muss er an die GEMA zahlen. Wir geben mal weg dein Leben. Ich will das Ganze immer ein bisschen überspringen. Ist so eine Speed-Taste. Ja, mache ich gerade. Also, Fakt ist. Oh, Marcel ist online. Weiß Marcel? Jo, Fakt ist. Marcel ist online. Du kennst Marcel nicht? Den Marcel? Nein. Er zockt und ist nicht mein Papa. Das schließt den Kreis jetzt ein. In wie viele Personen? 2 Leute. Okay. Es gibt nur 2 Leute, die zocken und nicht dein Papa sind. Okay. Und wer? Deine Mutter. Und der perverse Spanner von nebenan. Ich glaube, der ist pädophil. Nein, der zockt gerade Barbie. Während der sich gerade einen runterholt. Danke. Hallo, Herbert. Danke für mir Scheiß erzählen, die ich niemals wissen wollte. So, hier, Matthew wird jetzt weiter runtergebracht. Runtergeholt. Runtergebracht. Ich hol dich jetzt gleich noch. Der Typ hat was verrückt und der hat Luna. 10 Äpfel. Was? Nein, guck mal, 10 Äpfel. Alex holt sich einen runter. Wie viele sind noch übrig? 9. 10. Weil Alex sich einen runterholt. Ich will das bei dem Chuck-Geräusch haben. Aber ich habe es nicht. Hat irgendwer hier Antidote? Antidote, hallo, irgendwer? Das ist ein Antidote. Darabam. So, erneuern. Jetzt ist wenigstens hier Sarah ist wieder geheilt. Sarah Jenkins, keine Ahnung.
Sind hier oben irgendwelche tollen Leute, die uns schaden könnten? Pff, nö. Das ist ein Dieb, der könnte uns mies auf die Nerven gehen, aber sonst. Ja, erledigen wir erstmal hier den Morph. Und wir halten eine Zwing-Axt. Gut gegen Myrmidon, okay. Ich glaube, das war auch unser Ding. Ja, das war's für uns. Unser Zug. Er hat Ding gesagt. Oh. Can you repeat this? Nein. Mami, ihr will es nicht einmal sagen. Jetzt liege ich heute in der Ecke. Bin ultra zockt. Der nach seiner Wii fragt. Hä? Und nicht weiß, wo sie ist. Ist Dora nicht auch vergiftet? Ich weiß es nicht mehr. Giftlanze, am Giftlanze. Besten fügst du immer davor, wir singen ein Piepgeräusch ein. Ich benutze die Teufelsaxt. Mach ich mir selber 25 Damage mit. Das bringt... Naja, ich mach mir selber... Es gibt eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mir selber umniete damit. Mhm. Dafür ist sie halt scheiße stark. Smarty LP ist online. Bin interessiert. So, jetzt nehmen wir hier noch schnell Markus und... Oh, genau, Let's Play Markus. Das ist aber online. Na komm, jetzt übertreibst du. Gronk? Oh, den habe ich auch bei Skypo, weißt du das? Komm, ich hole die mal alle in die Konfi hinzu. Nein. Okay, wir halten ein Schneejuwel, was wir nicht brauchen. Ben unseren coolen Zug und Denning greift uns an. Der unseren Hawkeye tötet. Guck mal, wie ich es bei Skype heiße. Weiß, ne? Hm? Guck mal, wie ich jetzt Bonk. Mit Skype heiße. Bonk. Okay, ich werde wahrscheinlich hier noch den Party schreibt. Du schreibst schon Kohle, Kohle, ich bin Kohle. Jetzt sozusagen den Manager. Komm, schreib. Nee, mein Geld. Okay, dieser Denning, der ging mir auf den Piss. Komm, schreibt. Bock mal aufzunehmen. Nee, ich bin so, dieser Kronk. Denning, der tötet jetzt nämlich hier gerade alles. Ich hätte das. Genau so weiß ich. Also, ich werde die ganze Scheiße gleich nochmal nachspielen müssen. Wieso? Weil mir zwei Charaktere gestorben sind. Oh Gott, und ich dachte, du wärst Skill. Und Marcel ist schon wieder online, nachdem er vor 5 Sekunden offline gegangen ist. Was macht der? Wahrscheinlich holt er sich einen runter und kommt mit dem Kopf immer auf die Maus und, drauf. Und dann, naja, passiert schon mit dem offline online. Voll der Sack, Alter. Weißt du, was du bei Skype reinschreibst? Hm? Dieses Arschloch schreibt bei Skype rein. Wie geil wäre es, wenn man mit Zocken Geld verdienen würde? Oh, stimmt ja. So ein Fixer. Kennen Sie diesen Skype-Test-Anruf? Ja. Also, ich hab dir mal geschrieben. Die meinte, nee, ich bin schon vergeben, tut mir leid. Ich bin vergeben an Skype-Test-Anruf, männlich.
Naja, also dann, wir werden uns wahrscheinlich dann im nächsten Part wiedersehen. Part Nummer 3. Wenn ich dann, das Level hier geschafft habe. Und hier nicht alle meine Leute gestorben sind. Ich glaube, es gibt gar keine Gegner mehr, oder? Ich glaube, es gibt keine Gegner mehr. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschö.